Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Fische. Hinter dem Deck habe ich die Karte der Wagen. Interessant. Also interessant, weil diese Karte hatten wir auch in diese große Legung für den Monat September. Für Sternzeichen Fische haben wir diese Karte zweimal in der Mitte sogar als Thema. Also wirklich interessant, ja. Ich meine jetzt, wir haben jetzt die letzte Woche, August. Es gibt, wie du merkst, eine Verbindung jetzt schon mit dem Monat September. Und interessant, das habe ich auch bei anderen Sternzeichen jetzt gespürt, dass hier gibt es schon mittlerweile eine Verbindung mit dieser letzten Woche August plus Monat September. Bei dir ist auch so, also ich habe die Karte der Wagen, also einen großen Arkana, einen sehr wichtigen Arkana. Immerhin Nummer 7, eine Karte, die für Triumph da steht, für Erfolg irgendwie. Und interessant. Ich bin jetzt am Denken, wie du merkst. Ja, also die Karte deutet natürlich auch auf Reise. Irgendwie eine Bewegung, eine Handlung gibt es hier. Natürlich auch eine Entscheidung, Fische. Irgendetwas, was man entscheidet für sich. Irgendwie Situationen, die man irgendwie sogar verlässt, sehr wahrscheinlich. Etwas, was ich verlasse oder mich entferne, distanziere. Diese Karte kann so vieles bedeuten in Wirklichkeit. So vieles. Aber die Ehrlichkeit ist, dass das nur eine positive Energie ist. Das ist positiv. Wir reden über Erfolg. Egal, welche hier Entscheidungen jetzt zu treffen sind, wir reden schon über Erfolg. Ja, du entscheidest und es wird eine richtige Entscheidung sein. Also ist eine sehr positive Karte. Es gibt's nicht. Fische, du wirst das hier nicht glauben. Nicht glauben. Schau mal bitte hier. Die Karte der Tod und der Wagen. Und ich sage dir, diese zwei Karten, genau diese zwei Karten mit einem anderen Deck natürlich, war für dich in diese Legung für den Monat September in der Mitte, für dich diese zwei Karten. Genau die zwei Karten. Diese Kombination hatte ich in der Mitte für dich als Thema. Ich finde es einfach nur stark. Ich finde es stark. Also bei solchen Sachen bin ich immer etwas sprachlos. Ja? Ich sehe hier eine gewisse Person. Also Sternzeichen, schau mal bitte hier. Also Sternzeichen. Hier habe ich einen König der Kelche. Aber ich habe noch bereits einen König auf dem Tisch. Ja? König der Kelche, Sternzeichen Skorpion und Krebs bei dir sehr präsent. Es kann natürlich auch Fische sein.
Ich habe nämlich mehrere Kerlchen auf dem Tisch. Aber ich habe hier Sternzeichen Skorpion oder Krebs bei dir, Fische. Und ich rede tatsächlich über eine Person, die sehr viel an dich nachdenkt. Also eine Person denkt tatsächlich an dich. Es gibt hier in manchen Fällen eine vielleicht geografische Distanz. Und ich sage das wegen dieser drei der Stäbe. Ich habe hier drei der Stäbe und die Karte der Wagen. Also eine geografische Entfernung könnte man hier denken. Und natürlich eine Situation, die schon sehr lange gar keine Kommunikation gibt. Eine Situation, die man schon sogar beendet hat. Etwas, was sehr kompliziert war. Also wir haben hier, Fische, eine starke Mischung von Karten. Und ja, wir haben hier in dieser letzten Woche August eine Verbindung zu dem Monat September, tatsächlich. Tatsächlich. Wir könnten sogar denken, wir haben schon den Monat September jetzt hier zu spüren, also voll. Diese zwei Karten haben wir auch als Thema bei dir gehabt, im Monat September. Und ich rede über eine Situation, die in Wirklichkeit gar keine Kommunikation gab. Die Situation war beendet. Nochmal Skorpion, Krebs, sehr präsent bei dir, sehr sogar. Und interessant, als ich die Karten zusammen gemischt habe, hat sich der fünfte Münzen umgedreht. Und ich habe hier fünfte Kelche und das ist sieben. Auf jeden Fall die Nummer 5, habe ich auch bei vielen Sternzeichen jetzt gehabt, ja. Fische, schau mal bitte hier. Achte Stäbe, fünfte Kelche und ein König der Stäbe. König der Stäbe, König der Kelche. Feuerelement präsent. Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Nochmals, gar keine Kommunikation gab es hier. Also ich denke, hier war ein Stillstand mit dieser Person oder wenig Kommunikation. Aber Fische, es gibt hier eine Person tatsächlich, die an dich denkt, ja. Es kann auch sein, dass du an eine Person denkst, natürlich. Es kann sich spiegeln, aber wir reden jetzt für dich und ich brauche dir ja auch nicht zu sagen, an was du denkst, weil ich meine, du wirst schon wohl wissen, was für Gedanken du hast, ja. Aber deswegen, was ich hier denke, ist, es gibt hier eine Person, die sehr viel an dich denkt. Ich rede über einen König der Stäbe. Feuerelement. Muss nicht sein, vielleicht spricht nur für die Energie von der Person, eine sehr leidenschaftliche Person haben wir tatsächlich hier. Und es könnte aber Wasserelement sein, Skorpion und Krebs. Weißt du, was ich jetzt meine? Also es könnte eine Situation, die du bereits beendet hast. Und es gibt hier eine Schnelligkeit, irgendetwas wird schnell geschehen, mit einer Kommunikation sehr wahrscheinlich. Kann, wie gesagt, Wasser oder Feuer sein oder sonst haben wir tatsächlich hier mit zwei Königen zu tun, zwei Königinnen zu tun, ja. Also tatsächlich, weil, ich meine, die Karte der Wagen, Fische, am Ende haben wir auch hier eine Entscheidung tatsächlich auch, ja. Also zwei Wege gibt es immer und von da aus, wenn wir hier auch zwei König haben, könnte nämlich auch möglich sein, ja. Augenblick bitte. Wow, hinter dem Deck habe ich die Karte der Mond. Also Sternzeichen Krebs, Skorpion, Fische, bei dir präsent, Wasserelement. Das hatten wir auch in der großen Legung für September gehabt, den gleichen Fall. Also wir haben hier eine deutliche Situation von einer Verbindung, ja, eine Bestätigung sogar. Die Emotionen sind hier sehr präsent, muss ich schon sagen.
Also die Emotionen sehr präsent. Klar, wir haben ja mit Wasserelement zu tun. Ja, also wir haben schon mit Wasserelement zu tun und diese Emotionen sind hier extrem präsent. Es ist, was ich spüre. Natürlich auch die Intuition, Fische. Ich glaube, du hast hier schon das hier, was wir hier haben, schon intuiert. Also du hast das schon gespürt, dass sowas geschehen wurde. Du wusstest, dass das, was wir hier jetzt haben, du wusstest schon, dass das passieren wurde, bevor es geschehen ist. Also, verstehst du? Tatsächlich. Also König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau. Nochmals ein König. Du siehst ja, ich habe viele Könige auf dem Tisch. Ja? Die Karte der Turm. Eine Situation, die bereits beendet ist. Also es gibt hier ein Gefühl von Nachdenken. Ne? Eine Person hat dich hier nicht vergessen. Das ist, was ich denke. Eine Person hat dich hier noch nicht losgelassen. Schau mal bitte jetzt, Fische, in diese letzte Woche August. Vier der Schwerter in der Mitte für dich. Also, irgendwie habe ich keine Worte, Fische, weil mein Gefühl manchmal bei dir ist, dir fällt diesen Zustand gar nicht schwer. Ne? Also diesen Zustand von, ich ziehe mich zurück und ich bin für mich. So kann ich nachdenken und ich lasse mich gar nicht so beeinflussen oder so kann ich meine Ruhe haben und nachdenken. Das ist nämlich, ich glaube, dein Lieblingszustand. Ja? Also wirklich, ich bin sprachlos, weil eine ähnliche Situation habe ich in dieser Großerlegung für September. Es gibt hier irgendwie einen gewissen Stillstand oder ein Gefühl von, ich ziehe mich tatsächlich zurück. Und ich möchte gar keine Kommunikation haben. Also in dieser Karte zeigt sich gar keine Kommunikation, keinen Kontakt mit niemand. Man möchte, also du möchtest für dich sein, deine Ruhe haben, Abstand haben. Und warum? Weil hier bereits schon eine bestimmte Situation war. Es war hier schon bereits eine komplizierte Situation, das möchte ich sagen. Schau mal bitte hier. Also sieben der Schwerter, vier der Schwerter und fünf der Kelche. Diese Kombination von Karten, also diese Kombination von Karten für mich ist schon kompliziert. Zeigt schon eine bestimmte komplizierte Situation. Eine etwas, was sogar mit irgendwie Lügen zu tun hat, mit vielleicht sogar eine dritte Person natürlich, ja, also dass irgendeine dritte Person hier war, irgendwie, du wusstest das, also wir reden hier, dass du die Intuition hier sehr präsent ist von da aus, du weißt schon, was ich hier, worüber ich hier rede. Und es gibt hier natürlich eine Situation jetzt, Fische, die du nicht möchtest. Ja? Es gibt hier etwas, was du nicht mehr möchtest. Den Kontakt wurde abgebrochen zu einer Person. Ja? Also ich sehe hier, dass der Kontakt zu einer bestimmten Person abgebrochen war. Warum? Weil irgendetwas war da nicht. Ehrlich, es gab keine so richtige Ehrlichkeit oder man hat irgendetwas gespürt von einer dritten Person. Aber es gibt jemand hier, den tatsächlich eine Situation bereut. Ich habe das Gefühl, bei dir, Fische, es gibt eine Person, die heute zu Tag eine Situation mit dir bereut. Das gilt natürlich nicht für alle Fische. Ja, weil wir sind ja nicht alle gleich. Und es kann sich spiegeln, aber wenn das für dich in Resonanz kommt, dann spricht das tatsächlich für dich. Ja? Es ist so, wie du in Resonanz kommst. Aber ich spüre hier, es gibt eine Person, und wie gesagt, mittlerweile habe ich schon drei König gesehen. Ja? Es gibt eine Person hier, die bereut, eine bestimmte Situation mit dir bereut. Eine Person, die leidet wegen dieser Situation. Ich habe so ein Gefühl hier, dass diese eine Person würde sich gerne bei dir entschuldigen.
Denn ein Puppe der Münzen, während ich die Karten gemischt habe, habe ich sogar zweimal gesehen. Und das ist kein Zufall. Das ist für mich, spricht, dass eine Person gegen eine Kommunikation zu dir möchte. Es gibt ein Gefühl, dass eine Person hier sich schnell mit dir kommunizieren möchte. Das wird diese Woche geschehen oder Anfang September, weil die Verbindung hier zu dem Monat September sehr deutlich ist. Mein Gefühl ist, dass es wird nicht leicht für dich werden. Es wird gar nicht leicht werden. Denn ich sehe mehrere Menschen jetzt hier, also ich sehe mehrere Kompetenzen. Was heißt das? Dass vielleicht, es gibt hier eine Person, die sehr wahrscheinlich zu spät kommt. Was meine ich damit? Wenn diese gleiche Person in eine andere Zeit gekommen wäre, wäre anders gewesen. Aber diese Person hat sich ziemlich viel Zeit für eine bestimmte Situation genommen oder ziemlich viel Zeit für eine Entschuldigung Zeit genommen. Und in dieser Zeit, die diese Person sich genommen hat, hast du eine innerliche Veränderung mit dir selbst gemacht. Du hast dich verändert. Du bist ja nicht mehr die gleiche Person, die du gestern warst. Ja, und das ist diese Sache hier. Schau mal die nächsten Sachen. Also, Rat des Schicksals, Vier der Schwerter, Puppe der Schwerter. Tatsächlich ist hier schon eine Kommunikation, ja. Also, ich denke, Fische, jemand spioniert dich. Jemand spioniert dich, entweder über Sozialnetze, über Internet, keine Ahnung, irgendeinen, vielleicht, ja, einen über Sozialnetze. Man schaut sich deine Fotos an, vielleicht Videos, die du hochlädst, oder eine Person spioniert dich tatsächlich. Es gibt hier eine Situation, eine Person, du siehst, Luftelement ist auch hier präsent. Also ich könnte natürlich mit Luftelement, könnte ich auch mit Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage haben. Ja, eine Person spioniert dich, eine Person möchte wieder zurück kommunizieren. Aber es gibt hier eine dubiose Sache, ich kann es dir nicht anders sagen, ja. Also Altersunterschied sehe ich hier, aber es mehrere Unterschiede. Nur nochmals, Fische. Das hier hat natürlich mit deinem Schicksal zu tun, ja, das ist ja logisch. Und eine bestimmte Situation wiederholt sich hier. Es ist irgendwie ein Zyklus, der noch da offen ist. Das will ich sagen, Fische. Wir haben hier einen Zyklus, der noch offen ist, die noch nicht so richtig abgeschlossen wurde. Und im Monat August, wir haben ja über eine Prüfung gesprochen, dass man hier geprüft wird. Und du weißt, was du hier hast. Du weißt, also es gibt hier eine Person, die sich möglicherweise auf eine Defensive stellen möchte. Irgendetwas, und jede Situation spricht anders, irgendetwas ist hier, was für dich nicht so sehr passt, ja. Ja. Möglicherweise, es gibt hier eine Person, die in einer Beziehung war oder, ja, in einer Beziehung war oder mehrere Optionen hatte. Und diese Person sieht so aus, ob entweder sich befreit hätte oder eine Person, die jetzt allein, also nicht mehr in einer Beziehung ist, ja. Aber wenn ich dir ehrlich bin, und jeder für sich muss schauen, weil du weißt, wie das ist, Tarot ist als Orientierung und Anleitung da, aber am Ende jeder von uns hat eine ganz andere Situation und entscheidet anders. Weil jeder braucht eine andere Erfahrung im Leben. Diese Person für mich zeigt nicht, eine Person zu sein, die einen ernsten Kompromiss möchte. Ich sehe hier eine Person, die, wenn diese Person mit dir keinen Altersunterschied hat, weil ich sehe hier schon einen gewissen Altersunterschied, wenn das nicht so der Fall ist, es gibt hier eine Person, die eigentlich noch keinen richtigen Kompromiss möchte. Ja, das ist auch kein Problem. Ich meine, aber es ist manchmal wichtig zu wissen, die Intentionen, die die Person hat, ja.
Welche Intentionen sind da? Weil vielleicht, es spricht nicht für das, was ich möchte. Ja, jemand möchte vielleicht ein bisschen Spaß haben und für mich kommt das gar nicht in Frage, zum Beispiel, ja? Ja, also das ist, was ich meine hier. Du musst schauen, was das jetzt ist. Denn ich sehe hier schon ein Gefühl, ein sehr starkes Gefühl von Nachdenken. Dieses Gefühl ist hier. Eine Person denkt wirklich sehr viel nach. Und diese Person wird sich kommunizieren in dieser Woche. Ja. Diese Person wird sich ja kommunizieren. Also nochmals, Fische, ich habe, wie du gesehen hast, drei König hier. Und es kann natürlich auch sein, dass ja, für jeder spricht ja anders, ja. Also auf jeden Fall Optionen könnte man hier schon sehen. Oder mehrere Beteiligten, sage ich jetzt mal so. Es gibt hier für manche von euch deutlich eine geografische Distanz. Für manche. Und ich sehe eine interessante Situation. Fische, Entschuldigung, meine Pause. Überhaupt wegen dieser vier der Schwerter in der Mitte. Vier der Schwerter. Also man merkt hier, du möchtest in diese letzte Woche, August, Abstand halten. Du möchtest nachdenken, die Zeit für dich nehmen, zum Nachdenken oder nochmals, vielleicht sogar, was du hier möchtest, ist den Kontakt zu einer bestimmten Person abbrechen. Du möchtest den Kontakt abbrechen und mit dieser Person gar keine Kommunikation haben und nichts. Denn du weißt, was diese Person möchte und ist nichts Ehrliches. Es gibt hier eine Person, die nicht ehrlich ist. Fische. Es gibt hier eine Person, die nicht ehrlich ist. Aber diese Person bereut tatsächlich eine bestimmte Situation. Diese Person ist tatsächlich ein bisschen schon, ja, tut ihn oder tut ihr leid, was geschehen ist und bereut schon eine bestimmte Sache. Aber trotzdem, du siehst ja, die Energie von der Person ist irgendwie überhaupt. Siebente Schwerter, Puppe der Schwerter. Ich spüre hier eine Person, die nicht reif ist. Es fällt hier eine Reife. Es gibt hier ein Gefühl von nicht vertrauen zu können. Also das ist, was ich spüre. Die Kommunikation kommt. Die Sache ist, da ich auch drei verschiedene Könige gesehen habe und mehrere Menschen hier auf dem Tisch sind, du musst schauen, weil es kann sein, dass eine Person tatsächlich nicht zu vertrauen ist, aber dann kommt tatsächlich die Person, die man schon vertrauen kann und du kannst das nicht unterscheiden. Aber ich denke, du wirst schon hier eine Person unterscheiden können. Wer ist hier eine Person, die ehrlich meint? Wer meint es nicht so ehrlich? Also das kannst du schon unterscheiden. Denn die Intuition ist ja da. Du bist ja auch in deinem Element hier. Ja, Wasserelement sehr präsent. Du bist in deinem Element. Du bist in deinem Element und deswegen sagst du, nein, nein, ich ziehe mich zurück, ich nehme Abstand hier. Weil du in deinem Element bist. Ja, ich bin gespannt, Fische. Ich bin schon ziemlich gespannt. Du hast gesehen, für die vorherige Woche hatten wir einen König der Münzen. König der Münzen haben wir gerade auch gesehen. Auch mit einer Kommunikation. Jetzt habe ich König der Stäbe und König der Kelche dazu. Ich sehe mehrere Menschen hier, wie du siehst. Und deswegen denke ich, es gibt hier schon. Entweder über soziale Netze bist du am Menschen kennenlernen, es kann möglich sein. Und deswegen zeigen sich so viele Menschen, Energien hier. Aber ich spüre hier, du ziehst dich tatsächlich bei manchen von denen zurück. Ja,
Vergesse nicht, ich sehe hier Optionen, ja? Ja, weil die Karte der Wagen ist auch da. Immerhin ist eine Karte, die mit Erfolg und Triumph zu tun hat und ist eine wichtige Entscheidung hier. Die Nummer 7. Von da aus, was ich meine ist, du wirst das alles unterscheiden können. Denn es kann schon möglich sein, dass du nicht nur von einer Person vielleicht Kommunikation bekommst, sondern von anderen Menschen. Ja? Von anderen Menschen. Wahnsinn. Also schau mal, es ist sehr, sehr interessant. Schau mal hier. Der Tod, der Wagen, der Mond. Du siehst ja dieses Gefühl von Wasserelement bei dir. Krebs, Skorpion, Fische, sehr präsent sogar. Und viel Kommunikation diese letzte Woche, Fische. Manche Kommunikationen sind für dich vielleicht nicht angenehm, kann möglich sein. Aber du musst da drüber stehen, also steh über diese Situation drüber. Das muss dich nicht richtig gefühlsmäßig angreifen, wenn du es auch nicht zulässt, meine ich jetzt. Weißt du, was ich meine? Also vergessen nicht, dass wir in diesem Matrix-Leben sind. Von da aus, du kannst das, also wenn du das nicht möchtest, lass das nicht zu, dass andere Menschen in deine Energie so stark beeinflussen können. Ja, weil immerhin habe ich hier einen König der Stäbe, der König der Arbeit ist hier auch. Und einen Geschäftsmann immerhin, Feuerelement, wie gesagt, Sternzeichen wieder, Löwe, Schütze. Es kann sein, dass du diese Person schon durch die Arbeit kennst oder gekannt hast. Und eine Person denkt hier sehr viel an dich. Sogar einen vorherigen Arbeitgeber, den vielleicht nochmals gerne möchte, dass du wieder zurückkommst. Du siehst ja, wie viele Geschichte hier man sehen könnte. Aber diese starke, schnelle Kommunikation ist hier zu sehen. Nur für dich wird irgendwie. Ja, vier der Schwerter. Du nimmst dir Zeit. Du nimmst ja schon irgendwie Zeit. Was ich dir nur empfehle, ist, Fische. Also verpasse keine gute Gelegenheit mit einer Person. Nur weil du dich auf eine bestimmte Defensive stellst, wegen einer anderen Person. Also du bist schon natürlich so sehr, du hast jetzt mit so komplizierten Energien zu tun gehabt, dass diesen Vertrauen so schwer fällt, Fische. Denn Vertrauen fällt schwer. Das verstehe ich. Aber trotzdem, leider müssen wir aufpassen, nicht, dass wir wegen diesem Zustand manche gute Möglichkeiten verpassen, weil wir in diesem vierten Schwerter sind. So ungefähr, ich möchte von der Welt nichts wissen und nebenbei verpasse ich andere gute Möglichkeiten. Ich befürchte, das ist das Leben. Das ist halt das Leben, ja. Ja, es ist einfach nur interessant, Fische. Ich kann es dir nicht anders sagen. Sehr interessant. Und denn dein Schicksal ist hier bei dir präsent, ja. Dein Schicksal ist hier präsent. Irgendetwas wird sich stark verändern in diese letzte Woche August, Anfang September. Irgendetwas wird sich hier sehr stark verändern. Wir haben Rat des Schicksals in deiner Legung. Rat des Schicksals. Soll ich dir eine Sache sagen? Auf den Tisch, den einzigen großen Arkana ist Rat des Schicksals. Den einzigen großen Arkana. Es kommen drastische, es kommen wirklich Veränderungen auf dich zu. 180 Grad Veränderungen. Also es gibt hier starke Veränderungen. Ja, starke Veränderungen. Deswegen sage ich dir, Fische, sei vorsichtig mit diesem Zustand. Weil die Veränderungen kommen und du ziehst dich zurück. Es stellst dich auf eine Defensive irgendwie und vielleicht möchtest du nicht mal zuhören, was man dir sagen möchte. Ja, also sei vorsichtig,
weil nochmals, ich sehe hier eine wirklich sehr, sogar sehr positive Sache, die auf dich zukommen wird. Sehr, sogar positiv. Es hat sehr stark mit deinem Schicksal zu tun. Es zeigt sich mit einem Triumph und Erfolg. Aber ich sperre dich nicht ein und ja, bleibe offen für das, was neu auf dich zukommt. Ja, höre zu, was Menschen zu sagen haben und dann kannst du natürlich entscheiden. Aber es gibt hier eine interessante Sache, eine sehr interessante Situation, die mit sogar in manchen Fällen tatsächlich mit Arbeit für manche zu tun haben kann. Ja, es kann wirklich mit Arbeit auch zu tun haben. Und es sieht positiv aus. Ja, ich habe hier eine ermächtigte Energie, der König der Stäbe, eine ermächtigte Energie immerhin. Und es spricht für jeder von uns anders. Aber sei hier achtsam mit dem, was auf dich zukommt, ja. Weil es ist nicht, natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Aber sei trotzdem vorsichtig. Weil es kann tatsächlich auch Gold sein, was glänzt, ja. Also sei vorsichtig. Deswegen die Intuition sehr präsent bei dir. Höre auf deine innere Stimme. Einfach so. Einfach so. Fische, ich bin wahnsinnig gespannt. Ja? Ich bin sehr sogar gespannt. Irgendeine wichtige Kommunikation kommt auf dich zu. Ich weiß nicht, ob bei manche von euch schon bereits geschehen ist, weil die vorherige, also die letzte Woche, hatten wir auch eine starke Legung für die Woche gehabt. Und da sprach auch über eine Kommunikation, die kommen würde und wirklich ziemlich erstmal dich ein bisschen dein Boden bewegen würde, ja. Ich weiß nicht, ob bei dir schon bereits geschehen ist, weil sonst hier gibt es immer noch diese Verbindung. Ja, manchmal nimmt es Zeit, weil nicht jeder von uns in der gleichen Energie sich bewegt. Ja, also, aber hier ist diese Situation nochmals, fühle ich hier. Vorher hatten wir den König der Münzen, jetzt habe ich hier den König der Stäbe. Aber am Ende reden wir über viel Reichhaltigkeit oder über eine ermächtigte Energie, die entweder mit Arbeit zu tun haben könnte oder eine Verbindung gibt es hier, sonst tatsächlich eine Person, die an dich wirklich noch sehr viel nachdenkt. Und so ist es nämlich. Es gibt hier dieses Gefühl von einer Person, die nicht weiß, wie diese Person sich an dir irgendwie wieder drankommen kann. Es gibt hier eine Person, die sehr viel an dich denkt. Es hat mit dem Schicksal zu tun und es kann möglich sein, dass diese Person vorher in einer Beziehung war und es gibt hier ein Gefühl von Befreiung. Trotzdem, du vertraust irgendwie nicht und deswegen musst du schauen. Höre auf deine innere Stimme. Fische, ich danke dir für deine Likes, deine Abos und wir sehen uns am Montag. Dankeschön, Fische. Tschüss.